Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei unserer luftigen Reise hier über die der verseuchten Erde in Forever Skies. Ja, und wir waren ja gestern hier stehen geblieben. Wie spät haben wir es denn? Warte mal kurz das Bett antesten. Ich habe immer noch keine Uhr gefunden, ne? Ah, lass mal noch so 2 Stunden schlafen, so. Genau, ich habe mir ein Virus eingefangen, den Vertigo-Virus. Und wenn wir in der Datenbank unter Viren gucken, der Punkt hört irgendwie nicht auf zu leuchten, brauchen wir Potassium, um das zu heilen. Ich habe keine Ahnung, was Potassium ist. Ich habe hier Nahrung schon mal reingeguckt. Hier haben wir Nährstoff Lecithin, Lecithin, Lecithin. Oh, hier, Patat, gekochtes Patat. Ah, den habe ich vorhin übersehen. Ja gut, dann brauchen wir Patat. Habe ich aber noch nicht. Ja gut, dann müssen wir Patat wiederfinden. Aber das finden wir ja in den Gewächshäusern, ne? Ja, das Virus, habe ich gesehen, bekommen wir durch das Essen dieser Gänseblümchen. Ja, da ich gestern aus Versehen eine ungekocht gegessen habe. Und dieser Virus sorgt für Unwohlsein und für Halluzinationen. Tatsächlich. So, wir haben eine ganz frische Flasche Sauerstoff. Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob man die einfach austauschen kann. So, jetzt fahren wir erstmal da runter. Hier ist der schöne Staub. Nein, 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 stopp das. Nein, ach Mann. Ach, herrje. Das war so jetzt nicht gedacht. Hier bei der Aufzugfahrt hat er echt noch Sorgen, ne? Ich dachte, weil hier das Fenster so aufgeleuchtet hatte, ob man das vielleicht öffnen kann. Na gut, das war jetzt nicht der Fall. Warum auch immer er hier unten so Probleme hat mit dem Laden, ne? Da war ein komisches Viech. Gut, lasst mal gucken, was wir hier jetzt noch finden. Ach, ich wollte mir hier das hier machen, ne? Kristallbatterie. Ja, das müssen wir dann gleich wohl mal tun. Jetzt gehen wir mal einmal schnell hier die Treppe hoch, gucken, was wir da so finden. Was uns hier so erwartet, aber sonst müssen wir wieder nach oben. Hier ist auf jeden Fall mal Zeugs. Ja. Hier lacht doch gerade auch noch was. Außer diesem Polymer. Hm. Die Musik ist aber echt, nicht so schön, ne? What? Können wir das so tauschen? Nee. Oh, da müssen wir aber erstmal. Au, au, au. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Hier. Ah, das ist ja blöd, dass ich das Oxygen nicht einfach tauschen kann. Hm. Ja, lass uns erstmal nach oben fahren, um diese Kristallbatterie zu machen, ne? Stelle einen Handextraktor her und beseitige die Blockade. Das müssen wir auch noch machen. Dann machen wir das gleich mit.
Da machen wir das gleich mal mit. Handextraktor und Essen bräuchten wir auch noch mal eben was. Ich meine, was soll passieren? Den Vertigo-Virus haben wir ja schon, ne? Das heißt, wir können uns noch mal hier so ein Ding machen. Ja, was soll's denn, ne? Haben wir ja schon. So. Ja, wenn, dann trinke ich mir gleich die Dose. Aber wo habe ich denn bitte jetzt die Kristalle gelagert? Hier? Hä? Also, wir haben ja schon wir haben dann einige Sachen da gemacht, oder? Was können wir denn jetzt alles bauen hier? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, hier die Kristallbatterie. Ja, und wo habe ich jetzt die Energiekristalle hingepackt? Das verrate doch mal einer hier. Gut. Ha. Und Handextraktor? Was ist denn ein Handextraktor? Wo finde ich den denn? Ist das dieser Handextraktor hier? Kann von Hand getragen werden. Extrahieren Rohstoffe aus Objektresten. Ah. Ich glaube, der ist das. Aber den können wir nicht bauen, weil uns dann noch Kristalle fehlen. Okay. Das heißt, wir müssen ja doch noch mal runter. Mit der Kristallbatterie. So, Handextraktor. Hier. Und für den brauchen wir einen Transformator und eine Kristallbatterie. Okay, ich habe jetzt aber keine Kristalle. Ich hatte nur zwei Kristalle. Hä? So. Ich hatte echt nur zwei Kristalle. Das ist ja krass. Naja, wir gehen nochmal runter. So. Hier habe ich aber nichts reingepackt, oder? Ja, ja. Sauerstoff einatmen. Ah, cool. Aha. Oh, hier gibt es aber jede Menge Plastikmüll, ey. Das ist nicht schlecht. Gibt es dann da oben auch so ein Gerät? Aber ich kann die Batterie hier wieder rausnehmen? Nö, kann ich nicht. Okay, das ist blöd. Ich muss noch mal so ein Ding finden. So ein paar Kristalle. Da muss es doch auch irgendwie rübergehen. Ja, so. Das
So, was haben wir jetzt gesammelt? Ein Energiekristall. Sehr geil. Da ist noch einer, da ist noch einer. Hier haben wir nochmal ein altes Getränk, nochmal ein paar Armbrustbolzen. Ich muss mir wohl tatsächlich mal diese Armbrust bauen, ne? Der macht aber auch komische Geräusche. So. Dann brauche ich mehr von diesen Energiekristallen wohl. Da müssen wir auch noch irgendwie reinkommen. Aha. Achtung. Nee. Ach, das ist wahrscheinlich die Blockade, die ich wegmachen muss, ne? Ah, da ist hier wieder alles nachgespawnt. Kann ja bald nicht sein, ne? Ja, ich gehe ja schon atmen, Mensch. Oh, da wäre auch so ein Ding, aber hier bin ich falsch. Wo ist ja jetzt das Scheißding? Warte, ich kam von hier. Aha, ja. Ja, ich bin ja schon da. Oh Mann. Gehen wir erstmal die Treppe hier hoch. Oh, guck mal, hier gibt es aber geilen Loot, ey. Essensration hier. Trinken. Essen, dann geht es uns wieder gut. So, gibt es da drüben irgendwas Sinnvolles? Ja. Es erinnert mich ein bisschen an Subnautica. Nur, dass man besser atmen kann. So, wir gucken schnell hier oben, was es da so gibt. Müssen alles mit ein bisschen Geschwindigkeit machen. So. Da wäre noch mal so ein Atemgerät. Hier geht's runter. Wollen wir jetzt aber gerade nicht. Hierfür bräuchte ich den Handextraktor wahrscheinlich, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, erstmal nicht. Das erst, sobald ich selbstständig besser atmen kann. So. Dann schnell atmen gehen. Aber du hast ja eigentlich noch Zeit, ne, wenn er damit anfängt. Also der sagt schon sehr früh Bescheid, dass du atmen musst. So. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal eben gucken. Guck mal hier. Hier liegt noch ein bisschen Poli rum. So, was haben wir denn? Wir haben 3 von 10. Diese Geräuschkulisse hier ist... Hier, diese Dings, ne? Hier gibt es so viel Blockaden. Wir bauen jetzt mal eben eine Batterie und den Handextraktor. Und dann bauen wir uns 2 Batterien, würde ich sagen. So, jetzt ist auch langsam dunkel. Ja, wir müssen echt Patat finden, ne? Solange wird uns dieses Virus nerven.
erstmal hier. Also, ich brauche jetzt hier einmal diesen Handextraktor. Ne? Wo war der denn? Oder hatte ich den jetzt schon? Den hatte ich sogar schon freigeschaltet, ne? Ja. Stimmt ja. Was brauchen wir denn noch? Polymer und eine Kristallbatterie. Und die machst du hier. So, die kann ich hier lassen. Das Wasser. Ich schon mal auffüllen. Polymer. Na, wie viel wir von dem Polymer schon haben, ey. Ich glaube, ich brauche noch eben einen. Aber ich mache jetzt erst den Handscanner. Nicht, dass ich nachher keinen Kristall mehr dafür über habe. So, und jetzt können wir noch eine machen für unten. Können wir noch irgendwo ein Beatmungsgerät fertig machen? Oder braucht das lange? Jetzt will ich den ja auch mal probieren, ne? So, und jetzt ist die auch mal fertig. Danke. Nimm das. Und was könnte man denn jetzt hier mal wegballern? Ja, ich muss gleich schlafen, ich weiß. Ich wollte nur mal gucken, ob ich hier irgendwo hier sowas hier. Das könnte ich doch jetzt mal probieren. Jawoll. So ist doch nice. Ja, herrlich. Das Ding ist gut. So, dann lasst uns mal eben ein Ründchen schlafen. Nachdem ich natürlich was getrunken habe. Ja, guck mal, 23.40 Uhr. Das ist doch eine gute Zeit zum Schlafen. Wir brauchen Essen, natürlich. Stoffwechsel wiederhergestellt. Sehr schön. Das wollte ich hören. Hier haben wir noch Sonnding. Das koche ich mir jetzt noch mal eben schnell. Das Wassergehalt nimmt ab. Der Wassergehalt nimmt ab. Ja, du mich auch. Ist ja gar nicht wahr. So, Schmutzwasser. Hier gibt es nur eins. Ach, du ahnst es nicht, ey. Dann mach noch mal so eine Membran hier. Synthetische Materialien. Habe ich noch welche? Bestimmt. Große Fresse habe ich wohl. Nein, hier. Control teilen. So. Ach Gott. Also der geht besser als dieser Regensammler. Hä? Gut, so. Da haben wir was gekocht, das ist fertig, können wir essen. So, dann geht es uns wieder halbwegs gut. Nein! So, jetzt haben wir den Handextraktor. Jetzt können wir mal runtergehen. Ah, das hier ist ein bisschen längerer Spot, ne? Ist ja auch echt groß. Wie geil das aussieht, ne? Mit diesen Stacheln da dran. Hat schon was. Wir wissen ja, dass unter dem Staub
Viecher leben. So. Ich glaube nämlich, dass da oben irgendwo schon eins davon sitzt. Hier sind wir vorhin auch gar nicht weitergegangen, ne? Nee. So, was kann man denn hier noch so nehmen? Ja, guck mal hier, Kristalle. Nimmst du die wohl mit? 3 Stück. So. So, da müssen wir lang. Können wir hier nochmal atmen? Der hört sich an, ey. Also die Blockade war also nicht gemeint. Nee. Welche Blockade haben sie denn gemeint? Hier ist noch mal was. Können wir schon mal mitnehmen. Die hier vielleicht? Nee. Nö. Nö. Die war auch nicht gemeint. Ja. So. Hier, den muss ich mir gleich mal mitnehmen. Muss noch was essen. Welche Blockade meint er bloß? Da oben was? Vielleicht. Ich weiß es nicht, was er meint hier. Leere Flasche, auch nicht schlecht. Noch ein Kristall. Aber. Ja. Welche Blockade er bloß meint. Man weiß es noch nicht. Beseitige die Blockade. Welche? So. Hier? Nee. Oh, hier gibt es noch mal Plastik. Oh, hier gibt es richtig viel Plastikmüll, ey. Synthetische Materialien. Ich sage es euch, ich habe keinen die wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Ja, finde das Labor. Warte. Wo haben wir denn hier so ein Gerät? Irgendwo muss es doch was geben. Ja. Ich hatte hier schon mal einen gesehen, ne? Da. So. Jetzt gehen wir erstmal da durch. Was war das? Eine Kristallbatterie. Sehr gut. So. Jetzt finde das Labor, haben sie gesagt, ne? Finde das Labor. Ja, aber wo? Ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon wieder atmen hier. So, aber wo finde ich jetzt das blöde Labor? Äh.
Muss ich irgendwo, guck mal, da sind Treppen. Muss ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich, ne? Aber wie? Wo geht's hier hoch? Ach, hier, guck mal. Tricky. Tricky, tricky, tricky. Tricky, tricky, tricky. Ah, ja, komm. Ich hoffe, es ist nicht so weit weg bis zum Labor. Gott. Oh, jetzt hängt er fest. Jetzt hängt er fest. Na, doch nicht. Und wo geht's jetzt hier weiter? Ach da, die Leiter. Ah, boah, ist das tricky hier, ey. Ehrlich. Alter. Oha. Ich habe nur leider gerade keine Kristallbatterie mehr. Ja, guck mal. Als hätte er es geahnt. Was haben wir da? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hier ist noch ein Flicken. Boni. Achso, eins ist der Scanner. Ah, guck mal hier. Virenprobenanalysator. Und hier? Untersuche den Virenträger. Erforsche die Tunnel. Erforsche die Tunnel. Das hört sich schon nicht gut an. Der Staub hat die Welt verändert. Es ist erstaunlich, dass sich neue Arten so schnell entwickelt haben. Wir sollten sie studieren. Vielleicht können wir auf diese Weise länger hier leben. Wir brauchen nur eine Virenprobe, um einen Booster herzustellen. Etwas gegen diese hitzeempfindlichen Unkräuter wäre auch nützlich. So, warte mal. Verquäle ich mich denn hier durchs Dunkel? Aber hier kann ich jetzt nichts machen, ne? Warte mal, wenn ich hier so einen nehme... Na, die kann ich nicht da drauf tun, ne? Ha! Also zumindest... Extrahiert Viren aus organischem Material. Ermöglicht weitere Forschung auf anderen Geräten. Also benutzen kann ich die Dinger hier so nicht so kaputt. Das heißt, ich werde die bauen müssen. Ne? Gehe ich mal stark von aus. Hä? Wo geht's denn jetzt hier raus? Da. Ne, hier geht's noch was höher. Oha. Hier geht's immer weiter und weiter. Er hört gar nicht auf. Oh, essen müsste ich langsam auch mal, ne? Hm. Ja, krasse Sache. So, atmen. Und wo geht's jetzt hier runter wieder? Ach Gott, hier. Oh Mann, hier so rüber. Hier runter. Hier Luft nehmen. Ja, Gefahr des Verhungerns. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin ja schon auf dem Weg zurück, Mensch. Ich beeil mich ja schon. Jetzt komm.
Habe ich das Ding noch? Ja, wenigstens das. Nimm noch einen zweiten mit, ey. Ja, wir müssen gleich nochmal eben hier runter, ne? Aber jetzt brauche ich erst essen. Erst fressen. Wir wollen ja nicht verhungern, ne? Nein. Das wollen wir nicht. So. Erforsche die Tunnel. Wir sind ja noch lange nicht fertig hier, ne? Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Sieht aus, als hätte sich hier alles verändert, ey. Die hatte ich eigentlich gescannt. Den hatte ich auch gescannt, ne? Ja. So, dann mal. Da können wir ja was gegen tun. Das ist ja nicht so schlimm, ne? So. So, dann können wir hier mal was kochen. Du musst das auch anschmeißen. So, dann nehmen wir hier nochmal Schmutzwasser raus. Packen das hier wieder rein. Ja. Reinigung im Gange. Sehr geil. Was haben wir denn jetzt? Mal eine von den Flaschen hier weg, ne? Die Kristalle habe ich. Dann habe ich Armbrustbolzen jetzt schon ein paar. Hier. Ich muss jetzt echt mal diese Armbrust bauen. Ne? Was brauche ich denn dafür? Armbrustbolzen, die Armbrust. Maschinenteile fehlen mir zwei Stück. Dann nimm doch die. Ne, das sind ja meine. Kann doch nicht sein, dass ich keine Maschinenteile mehr habe. Echt nicht. Mir fehlen zwei Maschinenteile. Mir fehlen echt zwei von den Maschinenteilen. Das gibt's doch nicht. Wow. Die waren sonst nie Mangel. Aber ich kann die bauen, das weiß ich. Ach komm, dann bau die zwei. Dann bauen wir uns mal die Armbrust, weil ich glaube, eine Waffe ist gar nicht so schlecht jetzt mal, ne? So, Quatsch, hier waren wir ja richtig. Die kann ich auch wieder rauspacken. Die kann ich hier draufpacken. Polymer müsste noch hier auch drin gewesen sein, oder? Hier habe ich 10 Polymer. Hm. Hier habe ich nochmal 5. Da kommen die mit drauf. Gut. Gut, 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 gut. So, jetzt haben wir eine Armbrust. Die Flicken. Wo ist sie? So, 2. Oh. Okay. Schade, kein Geräusch. Was? Ach, ich habe gar keinen Bolzen an der Hand. So, lass mal gucken. Da müssten die sein. Da. Scheinlich auch deswegen kein Geräusch. Doch. Nee, da fehlt das Geräusch. Ah ja, schön. Jetzt sag nicht, den kann man nicht wieder aufheben. Nein.
Oh, den kannst du wirklich nicht wieder aufheben, oder was? Okay, gut zu wissen, dass man ihn nicht aufheben kann. Gut, untersuche den Virusträger. Wir gucken jetzt nochmal eben schnell auf die Forschungsbank, was wir Neues bauen können. Ja, Werkzeug, Ladegerät, wir brauchen noch dieses Reparaturgerät. Ne? Wir gucken mal vorne durch. Hier haben wir den Virenprobenanalysator. Dafür brauchen wir elektrische Energiekristalle, Polymer. Dann haben wir das Werkzeug-Ladegerät. Das brauchen wir auf jeden Fall mal. Das brauche ich jetzt auch. Ne? Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo die Leiterplatte war. Ich weiß, dass ich noch eine haben müsste. Aber ich weiß auch immer mehr, als ich wissen sollte. Was brauche ich dann für eine Leiterplatte? Elektrische Elemente waren hier, aber nur zwei. Echt jetzt? Ach, hier, guck mal. Das sind doch drei. Für eine Leiterplatte reicht's. Gut. Printing completed. Ich glaube aber, ich brauche die elektrischen Elemente zum Erforschen hier noch, ne? Ja. Ne, Kupfer war's. Dann können wir dieses Werkzeug-Ladegerät nämlich mal bauen, damit wir unsere Werkzeuge aufladen können. So, jetzt mal eben gucken. Da. Ein Transformator und noch eine Leiterplatte. Oh. Leiterplatte wird jetzt gar nicht so einfach. Aber dann machen wir das so. Gut, und irgendwo hatte ich einen Transformator. Ja, hier. Guck. So, und dann, was fehlt noch? Die Leiterplatte. Hä? Ach, die muss ich noch machen, ne? Habe ich die nicht gerade gemacht? Plastikmüll. Ach du Scheiße. Was? Ich habe doch so viel davon gesammelt. Das kann doch nicht weg sein. Alter, wie viel Plastikmüll ich hatte. What the heck? So, das ist auch nochmal schnell. Okay, wir brauchen erst wieder Plastikmüll. Wahnsinn. Wofür haben wir denn den ganzen Plastikmüll jetzt verbraucht, ey? Verrückt. Ja, dann müssen wir erst wieder Plastikmüll sammeln. Obwohl, kann ich nicht selber welchen machen? Synthetics, ja, die haben wir doch irgendwo hier. Zack, da. Komm. Mach Plastikmüll selber. Wie viel brauche ich denn? Das ist mal die Frage, ne? So, wie viel brauche ich dafür noch? Für Leiterplatte reicht's doch jetzt. So. Jetzt. Gut. Sehr schön. So, Werkzeug-Ladegerät. Da haben wir's. Das muss man bestimmt irgendwo an die Wand klatschen. So, wo können wir es denn hin? Hier sieht es aber echt unschön aus, ne? Da. So, jetzt kann ich mit dem Scanner dran und sagen, Ladegerät benutzen. Brauche aber auch eine Batterie. Da nicht. Da. So, Batterie eingefügt. Guck,
Reingelegt, aufgeladen. Ne, tut er gerade. Gut. Jo, dann haben wir das auch erledigt, ihr Lieben. Da würde ich sagen, wir machen hier die Schotten dicht und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.